So. Einmal für euch noch einen kleinen Rundgang. Mehr kann ich gerade nicht bieten. Mein Leben bleibt turbulent, aber ich möchte jetzt beim Garten bleiben, dass ihr mir so ein bisschen was sehen könnt derzeit. Echt wunderschönes. Ja, ihr kennt das ja von mir, von meinen Aufzeichnungen meiner Doku-Serie, dass ich da echt von Tag zu Tag manchmal echt sehr viel Überraschendes erleben darf im Garten, was sich da so tut und was irgendwo mal um die Ecke guckt, irgendein Pflänzchen, was ich durchgesetzt habe. Und hier kann man das auch ganz wunderbar sehen. Was für eine Pracht. Also ich würde am liebsten gar nichts machen. Nicht so viel, ein paar Wege frei, so. Das, dabei bleibt es letztendlich. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es zahlt sich aus, die Dinge so anzugehen, wie ich das die letzten Jahre gemacht habe. Ja, so will ich leben. Ein bisschen wilder darf es noch sein. Bisschen weniger Rasen gekürzt, mehr so ein Trampelpfad in der Mitte, aber das ist halt hier der Kompromiss. Ja, hier auch die Goldrute, die wird noch ihre Zeit kriegen. Hier sieht es auch wunderschön aus. Königskerze wird gefühlt immer größer. Bin gespannt, was da noch so kommt. Kriegt ja hier auch neue Ansätze und Blüten, die dann wieder aufgehen werden. Ja, hier die Blühwiese ist ein Traum, ne? Also es war eine sehr gute Entscheidung, das hier so zu machen. Ich hatte es visuell vor Augen und dann, ja, hat sich's verwirklicht. Einfach machen. Liebe reinstecken. So, und hier sieht's bald nach Blüte aus. Oh ja, da guckt die erste raus. Guck mal genau hin. Ja, ich könnte da jetzt noch ranzoomen, aber es ist nicht dran. So, und dann können wir eigentlich nochmal in den Garten gucken von hier. Hier Goldrute fängt echt gerade an. Also hier wird es ein Meer an Frequenzen geben, was hier dann in Tieren hinfindet. So, ich würde sagen, da vorne gehen wir mal hin. Einfach hier durch den Dschungel. Ich gehe jetzt nicht so groß ein auf die einzelnen Sachen. Lass mal so wirken. Oh, ich habe auch ein Glück hier. Hinten Wald, so ein Mittelteil und dann hier so die Blühertragszone, Lebensraum für Tiere, für alle. Oh, hier muss ich auch mal einen großen Schritt machen. Ja, und die erste Sonnenblume ist draußen. Wer mir ja schon länger zuschaut, weiß, dass ich das liebe, wenn ich die in meinem Garten decken darf. Und da gibt es auf jeden Fall noch einige hier so verteilt und bin gespannt, wie sich das so entwickelt, ne? Ja, der Wind hat ordentlich gepeitscht, hier ist ordentlich was hin und her gekippt, man kann das sehen. Wow, man sieht das sogar. Hier die drei. Ja, Sonnenblumen. Auch richtig schöne, kräftige, die den Sturm ausgehalten haben. Es steht alles hier noch. Und dann halt Wirsing dazwischen, Kürbis, dann sogar die lila Luzi-Chili. Ja, und dann tigere ich doch mal hier durch. Die Blühwiese-Geschichte gefällt mir richtig gut. Am liebsten würde ich das immer so haben. Schön kultiviert und die Natur einfach machen lassen. Hier auch Tomaten. Ne, hier die Tomatenpflänzchen, Salat könnt ihr erkennen, Kapuzinerkresse. Es sieht so wunderschön aus. Das darf sich genauso weiter verbreiten. Dann habe ich hier, ich liebe ja die Erbsen so sehr und ich kann es kaum erwarten, hier irgendwo mal Schoten zu entdecken. Obwohl so mini kann ich da schon was sehen. Ja, Grünkohl, weitere Erbsen, Himbeeren habe ich schon ein bisschen entdeckt. Ja, und dann hier vorne so Blühstellen, wo noch die Nachtkerzen nachkommen. Königskerze und so. Ja, schön. Hier hätte ich gerne den Weg noch frei dahinter. Also das fehlt mir noch. Aber ansonsten bin ich gut weit gekommen dafür, dass ich so viel ja, Abwesenheit zu verbuchen hatte aufgrund der Gesamtumstände. Ja, Tomate. Sie wachsen alle groß. In Kombination mit Rucola. Es ist so toll zu beobachten, dass die sich durchsetzen. Und auch hier diese ganzen kleinen Propellerblüten. Schon eine schöne Sache. Auch hier nebenan der Borretsch, der hier steht. Ja, hier vorne, ne? Hier habe ich eine. Die Blätter sehen aus wie bei der Kartoffel, aber das gibt ein paar Tomatensorten. Da ist es tatsächlich so, da sieht das genauso aus. Ja, tigere ich hier mal weiter. Mal einmal den großen Schritt. So, überall so verteilt verschiedenste Pflanzen und kleine Universen, so wie hier vorne.
Ja, und alles voll Kohle. Hier sind die Möhren drin, die haben ja jetzt ordentlich Wasser gekriegt mit dem Regen. Die dürften einen ordentlichen Schub kriegen. Erbsen wieder, alles mögliche zwischen. Ich möchte jetzt auch, wie gesagt, nicht so drauf eingehen. Ich versuche das so energetisch abzugeben, was gerade möglich ist. Hier vorne Stockrosen sind ja die ersten im Garten. Da bin ich noch gespannt auf die Farbe. Da hinten hat sich gezeigt, was wir haben. Ja, hier auch überall Sonnenblumen zwischen. Richtig schön. Wilde Karde. Ja, hier Stockrose. Ich war ja ganz gespannt, welche Farbe mich da ereilen wird. Ja, so sieht es grob aus überall. Gehe ich nochmal runter, das ist immer noch so ein anderer Blick. Ja, den hinteren Teil kennt ihr ja grob, da hat sich nicht so viel getan. Muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen, aber ich würde gerne mit euch jetzt am Ende des Videos nochmal ein bisschen auf Erdbeersuche gehen, ob irgendwo erdbeermäßig was abfällt. Ich habe überall so ein bisschen welche zwischen. Hier sieht man das zum Beispiel, da sagt sie Hallo. Aber wo versteckt sich da drin was? Ja, sieht nach Kraut und Rüben aus. Da sagst du, soll ich hier mal gucken? Okay, ich glaube, das könnte hier sein. Da, da haben wir Erdbeeren. Wunderschön. Danke, Schmetterling. Da unten sind auch noch welche, aber nichts Rotes dabei. Ich habe noch eine andere Stelle, da gehe ich mal hin. Oh, Kronlichtnelke. Ja, hier die Disteln. Übrigens ist es nicht so schlimm, wie ihr denkt, mit dem selbst aussäen der Pflanze. Hier unten übrigens Klee hat sich schön breit gemacht, überall im Garten. Hier ist auch jetzt mittlerweile so ein Tunnel entstanden. Ja, aber ich wollte zu den Erdbeeren, obwohl da kann ich ja auch einmal von dieser Seite gucken. Hier soll ich reingucken, da war er wieder. Danke fürs Zeigen. Oh, da stehen schon welche, aber ich sehe keine Erdbeeren da unten. Das sind auch so die frühen gewesen, da drüben sind noch welche. Wahrscheinlich wurden die von den Wühlmäusen wieder wegschnaggeliert oder wer auch immer da Bock drauf hatte. Ach, hier wächst ein Bäumchen. Oh, wie schön ist das denn? Oh, ein Eichen, ne? Oh. Ja, dann nochmal von der anderen Seite einmal gucken. So viel Zeit muss sein. So, oh, guck mal. Da unten haben wir sie. Eindeutig, aber nichts schön durchzogen Rotes dabei. Also ich habe schon mal was hängen sehen. Das hängt da auf jeden Fall nicht mehr. Ja, wunderschön. Auch die Weide überall, wie sich das hier integriert hat. Ja, wunderschön. So. Oh. So, geht weiter hier in die Ecke. Hier, Äpfel, hängt noch alles. Der Pflanze geht's gut. Die musste die Kraft nicht aus den Äpfeln ziehen, um sich dem Wind zu stellen, sondern sie war gut in Kraft hier. Also der Baum. So, und hier hängt ordentlich was dran. Das ist nach wie vor so. Kann man was sehen. Und aus dem letzten Jahr weiß ich nun, habe ich dazu gelernt, kriegen die Äpfel hier so ein bisschen die rote Farbe. Und da den Stellen, wo sich der Apfel vor der Sonne so ein bisschen schützt oder, sag ich mal, anpasst. Wird dann nachher genannt, weil das auch in meinen Videos so schön glänzte. Wie ein Supermarktapfel, hat mir jemand unterstellt. Egal. Das ist wohl so irgendwie dieser Apfelwachs. Ja. Richtig schön, da bin ich richtig glücklich mit. Ja. Also wie gesagt, Hinterabteil lasse ich aus. Wobei, wir können noch mal gucken, ob es noch ein paar Johannisbeeren gibt. Die könnte ich gerade echt gut naschen. Weil ich bin viel zu warm angezogen für dieses Video. Ne, ist echt alles wegschnaguliert. Da hängt noch eine einzelne. Ja, das ist die Zeit gewesen. Dafür hängt hier richtig was voll mit Brombeeren. Da freue ich mich auf die Ernte hier auch. Alles voll. Oh, das wird eine Freude. Ja, hier so der Wald hinten. Wer es noch nicht kennt, kann mal irgendwie in den Videos davor stöbern gehen. Habe ich es nicht sogar im letzten gezeigt? Ich weiß das nicht. Ja, hier die Freilandtomaten. Ach, guck mal, dann war das doch ganz gut, dass ich her bin. Die stehen auch alle super da. Wobei ich schon gern ein Dach hätte und hier Brombeeren weg. Ja, hier würde ich schon gern ein bisschen Liebe reinstecken und Raum und Zeit. Aber ansonsten ist doch noch alles gut in Schoß. Die Natur kriegt das wunderbar selber hin. Kleiner Einblick in den Raum hier hinten gibt es auch.
Hier unten habe ich geschafft aufzuräumen, ein bisschen was hier zu machen. Habe ich, glaube ich, aber auch schon erwähnt im letzten Video. Ja. Ja, also ich sag mal so, auf der einen Seite völliges Katastrophenjahr für mich, das schlimmste Jahr von allen. Und auf der anderen Seite aber auch irgendwie, ja, wenn man das jetzt als Bestandsaufnahme macht, mal rein auf die Natur gesehen und was man so machen kann, das ist wie das beste Beispiel. Ja, wenn ihr da draußen keinen Regeln unterliegt, ein eigenes Stückchen Garten, ich sag mal, betreuen dürft, dann könnt ihr sehen gerade, was möglich ist. Und ich habe gar nicht so viel Zeit da verbracht dieses Jahr mit dem Garten, weil es einfach nicht möglich war gesundheitlich. Aber dafür hat es sich echt gelohnt. Da lächle ich auf einer anderen Seite und bin sehr glücklich damit. Aller guten Dinge sind drei. Weißer Schmetterling nochmal. Ist das der Kohlweißling? Ich meine schon. Jetzt würde sich das lohnen, doch mal unter das andere, ein oder andere Kohlblatt zu gucken, ob er da Eier hinterlassen hat. Da freuen sich, glaube ich, die Vögel oder die Igel. Ich weiß gar nicht, wer den dann noch futtert. Ja, voll schön. Auch hier so die Blumenwiese. Da gibt es auch noch das ein oder andere, was sich da irgendwie durchmogelt und auch noch größer wird. Leider hat es die Zitronenverbene nicht geschafft. Ja, und da unten ist auch noch irgendwo Bärenklau. Ja, da unten. Ich weiß noch nicht, wo ich den... Der hat noch keinen Platz gefunden. Jetzt hat er schon den zweiten gehabt und das läuft immer noch nicht so. Ja, schauen wir mal. Von meiner Seite war es das jetzt erstmal. Ihr wisst ja, in meinem Leben ist viel los. Vor allen Dingen seit Ostern steht mein Leben Kopf. Es ist nicht mehr dasselbe. Und das wird auch weiter Auswirkungen haben. Ich danke allen an dieser Stelle, die mich unterstützen. Vielen lieben Dank. Ich habe ganz vergessen, dass ich die Brille auf habe. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Es kommt alles an. Auch das von Hermann Hesse. Ein schöner Brief hat mich heute erreicht, der wahre Worte beinhaltete. Oder beinhaltet. Für mich auf jeden Fall. Sehr wahrhaftig. Auch aus meinen eigenen Erfahrungen kann ich das bestätigen. Ja, und ihr werdet irgendwann wieder von mir hören. Ich bemühe mich so regelmäßig wie möglich irgendwann mal ein Video einzubauen, aber in der Regel läuft es intuitiv, weil planen lässt sich bei mir gar nichts mehr. Ich muss zusehen, wie ich klarkomme. Ne? Ich habe es erwähnt, wer da Fragezeichen hat, schaut dann nochmal in das Video, was ich euch oben verlinke. Und ansonsten seid herzlich eingeladen, weiter dabei zu sein. Ich werde weiter dem nachgehen, was ich da angekündigt habe und ja, baue meine Strukturen auf, Step by Step. Also ich bin da echt schon so weit drüber, dass ich immer wieder die Quittung kriege, langsamer machen zu müssen. Das sagt mir mein Körper. Und deswegen gucken, so Stück für Stück geht das halt. Ne? Aber es sind ganz wundervolle Menschen, die mich mittlerweile unterstützen, egal auf welcher Ebene. Und an euch echt ein herzliches Dank. Dankeschön. Mir fehlen da grundsätzlich meistens die Worte. Ich bin das nicht gewohnt im Leben. Und hat sicherlich mit Charme zu tun, warum ich da meistens wortkarg werde. Aber ich bin auf jeden Fall dankbar und habe regelmäßig Tränen in den Augen und bin baff von dem, was passiert. Und ich hatte noch keinen Raum, das irgendwie zu verarbeiten. Das braucht alles noch Zeit, bis ich ich kann es nicht wirklich auf den Punkt bringen. Ja, mir geht es mittlerweile Stück für Stück besser, habe ein paar Kilos raufgekriegt, habe mich besser ernährt, wenn auch noch nicht gut, so Hälfte, Hälfte. Aber das ist ein Anfang. Mir geht es da generell deutlich besser, aber insgesamt Erschöpfungszustand bis Anschlag. Ich brauche jetzt Pause und Müßiggang. Ich weiß nicht, wann ich das Video veröffentliche. Was haben wir noch heute? Samstag? Morgen früh vielleicht? Und dann können wir mal gucken, wie die Reise weitergeht. Ja, okay. Ich hoffe... Ja, wir sehen uns wieder wünsche euch einen wunderschönen Sonntag oder einen wunderschönen Tag und eine wundervolle, erholsame Nacht, wann auch immer ihr das hört, dementsprechend begleitend dieser Wunsch. Ja, und alles andere wird sich hoffentlich fügen. Ne? Wir sitzen alle im selben Boot, genauso läuft das und deswegen müssen wir zusehen, dass wir zusammenhalten. Und wenn ich so meine Grundlage habe, kann ich auch ganz viel
Gutes tun. Ich habe es in der Vergangenheit schon gemacht, nur mittlerweile wäre ich davon abgehalten, vor allen Dingen beim Wachstum. Aber naja, wenn man das auch so will, rein vom Seelenplan her bin ich auf solchen Wegen, dass das jetzt wohl genau auf diese Art und Weise läuft, weil mein Leben in andere Richtung gelenkt wird oder wurde. Und da muss ich erstmal verstoffwechseln und verarbeiten. Und der Körper muss ja auch irgendwie auf den Damm kommen. Gute Nachrichten, ich habe jetzt, ich glaube, 5-6 Tage ohne Gehstock verbringen dürfen. Das ist ein Fortschritt. Und ansonsten konnte ich nicht ohne raus. Heute allerdings habe ich ihn mal wieder gebraucht, weil ich gemerkt habe, das wird heute nicht so laufen wie die letzten Tage. Weil ich bin jemand mit Hummel im Moors, sehr viel Energie und möchte wirken und tun und wie auch immer. Ich kenne meine Grenzen, so, aber das Ding ist, dass das Leben mir sehr viel abverlangt hat, dem ich nachzugehen hatte quasi. Ja. Ich habe es, so freier Wille hin oder her. Wenn Sachen von außen kommen, dann handelt man das so gut man das kann. Halt, ne? Ihr kennt das doch. Und ja, mein Körper sagt da eher, Lars, leg dich hin, schlaf, erhol dich. Und jetzt ist das Wetter wieder so schön und ich kann nicht drin liegen bleiben. Ich habe mich vorhin mal hinlegen müssen, Powernappen und so, aber so richtig viel Power habe ich nicht gekriegt. Die meiste Power habe ich jetzt hier gekriegt. Aber seitdem das alles so passiert ist, habe ich auf jeden Fall ein bisschen Probleme mit meinem Kopf gekriegt, auch was Hitze angeht. Ich weiß nicht, was da los ist, bin sehr empfindlich geworden. Deswegen auch ohne Sonnenbrille ging ich heute nicht aus dem Haus, weil ich das schon gemerkt habe. Fühlt sich so ein bisschen wie Migräne an, aber so hochfrequente Migräne, wie in einer Mikrowelle. So ein bisschen wie auf Valium, so ein bisschen, ich kann das nicht anders beschreiben. Ja. Ja, wir finden uns. Bleibt im Licht und in der Liebe. Ich versuche im Vertrauen zu bleiben und weiter dem Weg nachzugehen, den ich angekündigt habe. Ne? Den man von mir kennt, den man schon lange von mir kennt. Ich bleibe meiner Linie treu, meinem Wertekanon und vertraue darauf, dass ehrlich am längsten wägt. Sagt man das so noch? Wägt? Ja. Das, was wahrhaftig ist und was da so von außen kommt, das schicke ich zurück an den Absender. Das nehme ich nicht an. Okay, Liebe für euch. Ich bin raus. Tschüss, tschüss.